wie du alles von deinem Partner bekommst, was du dir wünschst. Darum soll es in diesem kurzen Video gehen. Und häufig ist es so, wenn wir uns mehr Aufmerksamkeit wünschen oder eine Umarmung oder Komplimente oder was auch immer, dann fangen wir an, Spielchen zu spielen. Ja, vielleicht fangen wir an, uns schicker zu machen oder auffälliger zu werden oder wir fangen an zu klammern. Und was passiert? Häufig ist es so, dass der Partner dann sich noch mehr distanziert. Deshalb, heute werden wir mit Energie arbeiten und Energie wirkt immer, wenn wir sie richtig anwenden. Dafür schließe mal kurz deine Augen, damit du dich besser konzentrieren kannst. Und nun stelle dir deinen Partner vor deinem inneren Auge vor. Zoom aber auch gleichzeitig aus deinem Körper raus und stelle dir deinen eigenen Körper vor, wie du vor deinem Partner stehst. Ja? Sehe euch beide da stehen. Und nun, anstatt deinen Partner darum zu bitten, dass er oder sie dir das gibt, was du dir wünschst, gebe es dir mal selber. Fokussiere dich jetzt mal auf dich. Deine ganze Energie lenkt sich jetzt auf deinen eigenen Körper und du gibst dir eine Umarmung, du sagst dir, dass du dich liebst, du schenkst dir einfach die Aufmerksamkeit, die du dir wünschst von deinem Partner. Ja, lass es mal zu, lass dich mal darauf ein, fühle mal, wie das ist. Es kann jetzt wirklich auch sehr berührend sein, wenn du das zum ersten Mal machst. Und stell dir wirklich vor, wie gerade eine Batterie in dir sich auflädt. Siehe und fühle, wie eine Batterie immer voller wird. Die Batterie mit Liebe, die sich da gerade füllt. Und wenn du diese Übung jetzt täglich machst, ich verspreche dir Veränderung. Vielleicht kommt dein Partner gleich schon auf dich zu, weil er merkt, dass du bei dir bist. Und häufig ist das so, dass Menschen einen verlassen, weil man sich selber verlassen hat. Deswegen ist es so wichtig, jeden Tag wieder bei dir selber einzuchecken und bei dir selber zu schauen, ist da gerade Fülle? Und wenn du merkst, da ist keine Fülle, ich wünsche mir gerade was von jemand anderem, dann ist es häufig so, dass du dir das erst selber geben musst. Und wenn du dir das selber gibst, dann wirst du schnell feststellen, dass andere das haben wollen, was du hast, nämlich Fülle. Und dann kommen sie von alleine zu dir. Dann musst du nicht mehr drum betteln oder klammern oder sonst was. Es passiert von alleine und leicht. Das ist Energie und so schnell kann es gehen. Lass von dir hören, wie das für dich war, diese Erfahrung.